Oh, was ist Fabian für ein Typ? Also in der Zusammenarbeit mit ihm war er sehr ruhig, war sehr klar. Wir hatten das Glück, dass wir, ich würde mal sagen, mehr einer Meinung waren, als jeder geglaubt hat. Ja, und das, was er vor allen Dingen war, war sehr sachlich, also auch mit der Situation, weil wir hatten ja, er kam in einer Situation, erste Liga, wo eigentlich alles schon, was den Kader anging, relativ gelaufen war. Von der Saison her war es so, dass eigentlich abzusehen war für uns alle, auch wenn wir uns dagegen gewehrt haben, dass es eigentlich relativ schnell wieder runtergeht. Und trotzdem haben wir in der Situation sehr, sehr gut zusammengearbeitet und haben dann auch relativ früh auch die zweite Liga relativ gut und aus unserer Sicht vernünftig vorbereitet, so dass wir ja eine relativ solide zweite Liga dann auch spielen konnten nach dem Abstieg. Was wir ja sehen, dass bei einigen dann halt nicht immer der Fall war, so wie bei Paderborn die Jahre vorher auch. Und Fabi ist immer einer, der, zumindest aus meiner Sicht, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Hat schon seinen eigenen Weg. Ich glaube, emotional sieht man ihn nicht immer an, wie es gerade um ihn steht. Also, ja, wir haben aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, gut zusammengearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob man das als Anekdote nennen kann. Ich bin mir relativ sicher, dass er, als er angefangen hat, als sportlicher Leiter oder als sportlicher Verantwortlicher beim SC Paderborn, und da hatte ich ja auch einen gewissen Ruf und einen gewissen Namen, hat er, glaube ich, auch die Frage gestellt, ob er dann auch in der Lage sein darf, den Trainer zu beurlauben oder zu entlassen. Und ich bin mir relativ sicher, dass er nach einer Woche davon ausgegangen ist, dass er den auf keinen Fall entlassen wird. Aber das ist eher eine Geschichte für uns beide. Ich glaube, da sieht man auch die Denke, die er hat, dass er sich Leute anguckt und nicht gleich urteilt, sondern ganz klar sagt, okay, wenn ich die Chefposition habe, was sind meine Aufgaben, was darf ich nicht, oder was kann ich machen, was kann ich nicht machen, dann aber schon erkennt, ob er mit jemandem zusammenarbeiten kann oder auch nicht. Ich glaube, dass wir insgesamt eine sehr, sehr gute Zeit hatten. Aus der Ferne sehe ich, dass das nicht nur bei ihm so, sondern bei Alex, die auch sehr, sehr viel Gegenwind gehabt haben, das muss man ja auch mal sagen. Und es ist doch schön, wenn man Leute dann wirklich mal arbeiten lässt und mal was entwickeln lässt. Natürlich auch mit der Entscheidung, dann Sebastian zu holen, dass einfach auch mal Sachen auch nach oben laufen können. Und ich kann mich noch an einige, und dann auch nicht aus dem Verein, sondern aus der Öffentlichkeit, was da alles gesagt wurde oder nicht gesagt wurde, nicht nur nicht nur bei Fabian, sondern auch bei Alex. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sie den Verein in die richtige Spur bringen. Nee, in erster Linie geht es nur ums Private, dass er gesund bleibt, dass es mit seiner Familie weiter so glücklich und vernünftig ist, dass alle gesund bleiben, seine Kinder, seine Frau. Ja, und dass er einfach seinen beruflichen Werdegang einfach fortsetzt und, wenn es geht, erfolgreich bleibt. Viele werden ihn erkannt haben, für die, die es vielleicht noch nicht ganz rausgehört haben. Steffen Baumgart war das, der Trainer des 1. FC Köln. Fabian, schon noch ein guter Freund geworden mittlerweile, ne? Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr von ihm die Stimme einfangen konntet, auch in dem Umfang. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, also es war schon so, mit ihm zusammenarbeiten war die meiste Zeit, auch wenn er es anders sieht, schon auch ein Spektakel, weil ich selten einen Menschen kennengelernt habe, der 24 Stunden und 7 Tage die Woche eigentlich aktiv ist. Wer bei minus 7, minus 17, minus 27 Grad am Spielfeldrand mit einem kurzärmeligen Polohemd sitzt, der im Grunde gar nicht lange diskutiert, sondern die Dinge gleich auf den Punkt bringt, in der Art transparent ist, in der Form pragmatisch. Das habe ich selten erlebt und deshalb ja, waren die meisten inhaltlichen Diskussionen eigentlich von kurzer Dauer. Und dann haben wir eigentlich darüber gesprochen, wie wir unser Abendprogramm gestalten, weil wir die ersten 3, 4 Monate zusammen im selben Hotel gewohnt haben. Steffen hatte dort nach 3 Jahren einen Stammtisch. Es war ein großes Ausflugsrestaurant, da kamen Motorradfahrer, Fahrradfahrer. Das war schon in Paderborn eine kleine Attraktion. Und da war auch eine große Taktiktafel aufgehangen und im Grunde kamen die Restaurantgäste dorthin und er hat Taktikschulung gemacht. Und das bis in die Nacht, bis 0 Uhr, bis 1 Uhr morgens. Und ich war ja eigentlich vor Mitternacht schon, also weit vor Mitternacht, schon bettfein und bettfertig. Und er hat immer noch bis in die Nacht dem letzten Radfahrer erklärt, so werden wir morgen gegen VfL Osnabrück spielen. Und deswegen, ja, ich habe vor dem Mann großen Respekt, wer die Dinge durchzieht und vor allen Dingen mit welcher Positivität er die Dinge angeht, habe ich selten in der Form so erlebt. War eine schöne Zeit mit ihm.
auch wenn es nur ein Jahr war am Ende oder knapp über ein Jahr, das hat er recht. Im Grunde war es so, dass ich für mich auch entscheiden musste, gehe ich nach Paderborn und moderiere den Abstieg, der im Grunde schon auch 8, 9, 7 Spieltage vor dem Ende feststand, oder warte ich? Aber für den Verein war es die beste Entscheidung, die darauf folgende Saison vorzubereiten und im Grunde sofort anzupacken. Und die Saison danach hat auch gezeigt, so ein Abstieg hängt dann schon in den Klamotten und in den Knochen, hat gezeigt, dass diese Vorbereitung und die Vorbereitung der Transferphase extrem wichtig war, um im Jahr danach auch als Mannschaft und als Verein zu funktionieren. Das sind mir übrigens die liebsten Gäste, die die Fragen schon beantworten, bevor sie überhaupt gestellt wurden. Also das wäre der Anschluss gewesen.